Harvard. Hier am Krebszentrum geht ein internationales Forscherteam einem Verdacht nach. Die Wissenschaftler um Professor Louis Cantley wollen herausfinden, ob zu hoher Zuckerkonsum ein Grund dafür ist, dass immer mehr Menschen an Krebs erkranken. Eines ist jetzt schon klar: Tumorzellen lieben Zucker. Ein modernes Verfahren der Krebserkennung macht sich das zunutze. Beim PET-Scan wird Patienten eine radioaktive Zuckerlösung gespritzt. Auf dem Monitor sehen die Ärzte, welche Zellen außergewöhnlich viel Zucker konsumieren. Da sitzt der Tumor. Die meisten Krebsarten verbrauchen viel Zucker und können so leicht sichtbar gemacht werden. Die Gier nach Zucker ist bei Krebszellen so groß, weil sie sich besonders häufig teilen. Sie brauchen den Zucker, um daraus Bausteine für neue Krebszellen herzustellen. Auch gesunde Zellen verarbeiten Zucker, aber sie gehen anders damit um. Gesunde Zellen atmen. Sie nehmen ständig Sauerstoff aus dem Blut auf. In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, wird der Zucker aus der Nahrung verbrannt. So gewinnen die Zellen die Energie für lebensnotwendige Prozesse. Übrig bleiben Wasser und Kohlendioxid. Gesunde Zellen können Zucker verarbeiten, aber auch Fett oder Eiweiße. Viele Krebszellen hingegen sind auf Zucker angewiesen. Weil ihre Mitochondrien defekt sind, können sie den Zucker aber nicht verbrennen. Sie müssen ihn vergären, um die Grundbausteine für neue Krebszellen herzustellen. Durch das Vergären entsteht Milchsäure. Das Gewebe, das den Tumor umgibt, wird durch diese Milchsäure nach und nach übersäuert. Daran gehen gesunde Zellen zugrunde. Das erleichtert es dem Tumor, in das Gewebe einzudringen und Metastasen zu bilden. Die Übersäuerung hemmt außerdem die Immunzellen. Das Immunsystem kann den Tumor nur schwer angreifen. Zucker ist der Treibstoff für viele Krebszellen. Die Forscher in Harvard vermuten, dass dies ein Grund ist, warum gerade Diabetespatienten mit hohem Blutzuckerspiegel besonders häufig an Krebs erkranken. Und wenn kein Zuckernachschub kommt? Gesunde Zellen können sich dann weiter von Eiweiß und Fetten ernähren. Den Krebszellen aber fehlt der Zucker. An Brustkrebszellen lässt sich das leicht zeigen. Ohne Zucker sterben Krebszellen ganz schnell. Sie sind abhängig von Zucker. Krebszellen aushungern. In der Petrischale funktioniert das. Bei einem Krebspatienten ist es nicht so einfach. Der Blutzuckerspiegel sinkt nicht auf null. Auch dann nicht, wenn man keinen Zucker isst. Deshalb ist eine zuckerfreie Diät und damit auch der völlige Verzicht auf Kohlenhydrate nicht prinzipiell zu empfehlen.